Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Yonder, der Cloud Catcher Chronicles. Und Leuchti begrüßt euch auch, unser kleiner, süßer Geist hier. Wir könnten nochmal einen anderen Geist wählen und, ja, ich würde sagen, warum eigentlich nicht, ne? Wen hätten wir denn da statt Leuchti? Klexi, Locke, das ist wie eine Katze. Grummel? Curio. Ein kleines Teufelchen, das passt recht gut zu mir, glaube ich. Chaotisch, perfekt. Dann hätten wir hier Kit. Lebhaft, ja. Wifi, Wifi, schwächlich. Ja, das trifft auf mich auch gut zu. Nachdenklich, unser Bolt. Sap. Sap ist ruhig. Und Fright ist verträumt. Ich würde sagen, ich nehme unseren Chaoti. Wo ist er denn? Chaotisch. Ich würde sagen, nehmen wir den mal, oder? Hat er es hingehauen? Habe ich ihn auswählen können? Hallo! Ich hoffe, das klappt. Okay. Jo. Also. Ja, da ist er schon. Oder sie. Hallo! Wunderprächtig. So. Ja, da spielt er herum. Unser kleiner Chaot. Wunderprächtig. Jo, was wollen wir machen? Wir haben einen Haufen Quests, glaube ich, zu machen. Warte mal. Reise ins Altkönigreich. Möchte ich gerne einmal aufheben. Bring Gegenstand zu Mini. Was haben wir denn da noch schnell gebraucht? Wie ging das schnell? Details herausfinden. Genau so. Nieten brauchen wir. Die könnten wir jetzt, glaube ich, schon herstellen, ne? Ich glaube, Nieten können wir schon tatsächlich herstellen. Warte mal, wo ist denn unsere Arbeit hier? Die Schreinerin. Nägel ist falsch. Nein, Schneiderin war es. Hier, glaube ich. Hier müssten... Da haben wir Nieten. Ah, 6 Stücklein und fehlt Kupfererz. Ist wurscht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Brauchen wir noch ein paar, dann können wir das auch schon abgeben. Du hast entdeckt, die Niete, die ich auch bin. Ja, also, wir bräuchten Erze. Ich wollte mich hier noch fertig umschauen, glaube ich. Der hat genauso einen stylischen, hübschen Bart wie wir. Na? Schöner Bart, ne? Schön flauschig, gut gepflegt, wie unsere Haare, wunderprächtig. Ich wollte, glaube ich, noch schauen, aber questmäßig haben wir, glaube ich, alles angenommen, oder? Ich glaube schon. Ich glaube schon, wir brauchen jetzt auf jeden Fall Kupfer. Und ich habe immer noch keine Ahnung, ganz ehrlich, wie dieser... Wo ist denn das schnell gewesen, wie dieser Knotenpunkt-Dings, ne, funktioniert? Wo haben wir das denn? Ich glaube, da bin ich verkehrt, oder? Und habe ich den weggeschmissen? Das könnte nämlich auch sein. Das würde ich gar nicht abstreiten. Golderz. Geheime Sämchen, Holz an Haufen, Schurch, Fisch, Seide. Oder war das woanders? Da ist er, Reiseknoten. Ein spezieller Knoten, der zwei Orte miteinander verbindet. Kann ich den einsetzen oder muss man dafür noch was anders können? Irgendwie klappt das nämlich so mit dem Einsetzen nicht da. Nicht da. Und du? Hallo. Ich verkaufe mich selber, ich stehe schon auf dem Tresen um. Tiergehege klein, das ist jetzt eher, ne? Zerrissener Mantel. Gebundene Chimchiche. Verstehst? Bin das jetzt ich oder ist das Rucksack? Das sind wir.
Jetzt geht's. Ich habe mich nur verdrückt. Aha, da hat er Haarmittel-Dings. Achso, da haben wir eingekauft. Ne? Da haben wir unser Bärtchen, glaube ich, geholt. Frisurentechnisch. Ich meine, viel kosten tut's nicht, ne? Ah, das ist gleich ein anderer Bart als den wir tragen, ne? Wir können das ja alles zusammen kaufen. Warum eigentlich nicht? Gruffeltotem. So. Nicht genug Münzen aus dem alten Königreich brauche ich dafür. Ach du Heilige. Okay, vergiss das. Ich habe gedacht, ich kann so tauschen, aber na, da brauchst du uralte Münzen. Na, danke. Nein, danke, dann habe ich nichts gesagt. Hier haben wir noch... Ah, du bist die wegen der Bestellung und so weiter. Ja, genau. Weil so ein Schnellreisepunkt wäre echt schon mal ganz cool. Ui, was haben wir denn da? Ja, wen haben wir denn da? Ja, hallo? Crescent. So, was ist das? Crescent? Crescent. Irgendwie so. Was soll das? Einen Geist aus dem Schlaf reißen? Wie unhöflich. Nachdem du mich aufgeweckt hast, hast du mich jetzt am Hals. Ich werde ganz sicher keinen Bogen mehr um dich machen. Crescent. Einer wäre noch übrig in diesem Gebiet hier. Feuer, Wind, Dings, bla bla. Aha. Also, dass ich den Geist jetzt gefunden habe, war jetzt echt Zufall. Schön. Wunderbar. So. Nicht schlecht. Dann können wir der Düsternis bald den Marsch blasen. Es ist so schön hier. So, aber ich brauche Erze. Und zwar viele Erze. Und zwar viel Kupfer. Kupfer. Kupfer, Kupfer. Also schreit Stopp, wenn es irgendwo ein Erzvorkommen seht. Ich brauche das nämlich. Den hätten wir wieder eine Düsternis, ne? Ich sollte vielleicht questbedingt ein bisschen praktisch denken, ne? Schreiner und Schneidergildenmeister, das wäre halt nicht schlecht, ne? Da musste man was machen? Stelle als Schneider für die jeweilige Gilde Sachen im Wert von 1000 her. Mhm. Ja, das stimmt, da war ja was. Das könnte man eventuell versuchen, ob man das hinkriegen schon. So. Lederstreifen, Bleibahn. Lederstreifen fehlt uns. Schneiderset. Okay, dann können wir ja mal vielleicht das Schneiderset herstellen, ne? Oder diese Kurzwaren, das können wir sonst probieren. Lederstreifen geht überhaupt nicht. Schneiderset, Lederstreifen. Schneiderset, dann können wir einfach einen Kittel schon mal herstellen. Ja, warum nicht? Also, Schneiderset und einfacher Kittel. Schön. Farbstoff weiß brauchen wir dafür auch. Was hätten wir hier? Farbstoff grün hier unten. Regenmantel, aha. Okay, Leder bla bla. Wir haben zu wenig Leder, da geht nicht viel. Ja, okay. Wir könnten hier mal alles herstellen, was wir haben. So, und hier noch Spitzenfisch. Okay, ich habe keine Ahnung, warum man dafür einen Fisch braucht. Vielleicht, damit es besser riecht. Einen Pflaum. Dann kriegen wir bestimmt von diesen schafähnlichen Viechlein, denke ich mal. Na gut. Und auch hier sollte ich noch was bauen, eigentlich. Also die Schreinergeschichte. Da sollte ich mich auch noch zusammenreißen. Heckenzaun.
Zwirn bräuchte man dafür. Dann habe ich jetzt nicht mehr, glaube ich. Doch, haben wir genug. Ding, ding. Was schön wäre, ist, wenn man so eingeben könnte, wie viel Stück man gerne hätte. Da muss man immer verdrücken. Aber ist egal. Wir sollen ja auch handwerklich da geschickter werden, ne? Da wäre schon mal... Okay, Futter brauchen wir wesentlich mehr. Aha. Aha. Okay. Falsch. Hoppala. So, jetzt. Ich wollte bauen den hier, ne? Das heißt, ich brauche noch Kleber und Schreiner-Set. Einmal Kleber. Wo war denn der? War der nicht auch hier? Ah, na, der war hier, glaube ich, dabei. Hier ist er. Da ist der Kleber. Ein Wasser. Okay, das heißt, wir müssen Wasser auch noch herstellen. Oh, das geht. Da haben wir viele Lianen. Das geht. Ding, ding, ding. So, ich würde mal sagen, das passt schon mal. So, was fehlt noch? Genau, Kleber, einen Haufen. Bauen wir mal einen Haufen Kleber. So, aber ich wollte schon mal das hier herstellen. Schreiner-Set. Das braucht Stock und Holz, davon haben wir auch genug. Bauen wir mal 5, würde ich sagen. Und 1. Was fehlt jetzt noch? Ah, geheimer Samen brauchen wir dafür. Okay. Aha. Okay. Naja, wenigstens einmal hergestellt. Aber dürfte wahrscheinlich noch nicht reichen, ne? Heckenzaun hergestellt. Juhu. Aber die Hälfte vom Schneider hätten wir schon mal. Das ist ja auch nicht schlecht. So, ich brauche das hier mal. Weil wir müssen... Husch. Wir brauchen ja diesen geheimen... Diesen... Samen, diesen speziellen, den kriegt man halt hier, wenn man die Wiese kaputt haut. Aha, da brauche ich sogar noch einen zum Einpflanzen. Wusch, da ist er schon. Zweimal sogar, das ist sehr gut. Dann kann man hier gleich einen anpflanzen. Zack, 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 da und zack. Sehr gut. Hier sind noch 17 Bäumchen zu pflanzen. Okay. Ja, wenn es hell ist, ist es gleich angenehmer, ne? So. Hui. Aha, ja, das können wir eigentlich auch mitnehmen. Das stimmt. So. Was auch gut ist oder wäre, wenn wir jetzt bald mal ein Erz finden würden. Am besten Kupfer. Dafür brauchen wir auch sehr viel. Wegen den ganzen Nieten. No? Halt. So, eine Liane für uns. Jawohl. One Krebs, hurra. So. So, okay, darüber macht man keine Scherze. Hätte ich auch nie gemacht. Niemals nicht. So. Ich nehme halt mal die Zweige hier mit. Küpfer. Küpfer, wo du seien. Ich dich brauchen tun. War langsam, nicht runterfallen. Gra, ja. Ah, schau, was haben wir da? Ich glaube, das ist eher Gold, oder? Wo ist denn unsere Picke? So, zack. Ich glaube, dass nichts war Küpfer. So. Ein Steinchen. Ein Steinchen. Kra, kra. So. Wir haben hier, glaube ich, auch irgendwo über die Schlucht eine hübsche Brücke gebaut. Bilde ich mir da ein. Ah, da ist noch Erz. Eine Picke. Zack, zack, zack.
Kra, kra. Ich bilde es mir zumindest ein, das wird, glaube ich, irgendwann mal im letzten... Oh, was haben wir da? Eine Truhe. Und drin ist nichts. Das ist aber nicht viel. Das ist gar nicht viel. Ich würde gerne darüber können, weil ich habe Bildi meint, da drüben auch eine gesehen zu haben. Aber wir werden nur ganz nach unten gleiten. Hallo Fuchsi. Nicht schrecken, ich laufe nur durch. So, da haben wir Schneegebiet. Da wollte ich jetzt gerade nicht hin. Ich wollte eigentlich auf die Anhöhe. Ah na, nichts Schneegebiet. Da ist Strand. Ui, da haben wir es zum Anpflanzen. So, bitteschön. Aha, ein Fässchen. Da brauchen wir einen Hammer. Zack. Immer feste drauf. Noch mehr Kisten. Zack. Dapsel, 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 dapsel. Ui, da ist eine Höhle. Aha, da werden wir gleich erkünden. Zuerst machen wir die hier kaputt. So, isch. So, hallo, was haben wir denn da Schönes? Ein Schwammerl. Geht das nicht zum Zerdeppern? Nein. Dafür brauchen wir jetzt die Pike. 1, 2, 3. Ich glaube, da war Kupfer dabei. Da machen wir auch gleich. 1, 2, 3. Ich glaube, das ist gut. Gesund, dieses Geräusch. Aha, ein Brunnen. Okay. Das tut so komisch. Ich glaube, das dürfte da oben eine Windmühle sein oder so. Oder generell eine Mühle. Darum ist das so ein komisches Geräusch. Alles klar. Ich laufe trotzdem mal ein bisschen den Strand entlang. Vielleicht finden wir noch das ein oder andere Erzel an. Oder vielleicht noch eine Höhle. Oder vielleicht noch was zum Anpflanzen. Oder vielleicht noch mehr Kisten. Und tsch. Aha, oder auch eine Truhe. Blaues Shampoo. Wunderschön. So. Zack. Und zack, und zack. Ui, da haben wir Düsternis. Mach mal kurz Look, Look. Ja, das ist wahrscheinlich besser, wenn wir raufgehen, ne? Oh, hoppala. Leicht ersoffen. Ich glaube, da ist besser, wenn wir raufgehen. Die Musik ist so schön. So. Ich glaube, den hauen wir auch noch zusammen, weil er gerade da schon schön steht. So. Haben wir alle da. So. Erze haben wir jetzt so nichts gefunden. Am Strand ist sie Wurst. Ist sie alles Wurst. Ah, da haben wir was zum Anpflanzen. So. Und gleichzeitig haben wir hier ja die Wiese platt. In der Hoffnung, dass wir nicht nur Futter kriegen, sondern auch Sämlinge. Ein zumindest haben wir bekommen. Ja, das ist okay. Ah, da gibt es noch mehr Gras. Sehr gut. Ich glaube, da war jetzt gerade ein Sämling dabei. So, yeah. Gut. Das scheppert hier so, die Weberei ist das, glaube ich. Die scheppert hier so Vollgas. Ah, da schauen wir, was ich übersehen habe. Das scheppert hier so komisch. So.
Okay, okay. Dann würde ich sagen, wir laufen hier noch ein Stückchen entlang. Da war ich aber schon, glaube ich, ne? Da war, glaube ich, dann auch kein Erz. Da sind wir schon eigentlich gelaufen. So. Dann wäre es ja auch nicht schlecht. Ja, es wäre... Naja, nicht schlecht. Es wäre halt echt gut, wenn man diesen Schneiderauftrag hier schaffen könnten. Da brauche ich halt noch einen Haufen Nieten auch. Noch für die Mini. Ja, ja, ich bin schon weg. Entschuldigung. Entschuldigung. Da schauen an der Wand. Habe ich jetzt das arme Viechlein hier erschreckt. Weckt das arme Viechlein schon die ganze Nachbarschaft auf. So. So weit, so gut. Wie schaut's herstellenmäßig aus? So. Schneiderset. Kann ich denn schon Bleibahn herstellen? Ich glaube, das geht nur mit dem Schmied, oder? Gibt es einen Schmied? Reisender, Köchin, Brauerin, Bastlerin, Konstrukteurin. Das wird eher was wahrscheinlich mit Bleibahn und so zu tun haben. Weil wir müssen auf sowas beschränken. Belz haben wir jetzt halt keinen. Da müsste ich die Fallen aufstellen. Ich würde sagen, wir schneidern uns diese gebundene Chimichi. Verstehst? Ich glaube, die bauen wir uns einmal. Und ein paar Nieten noch. So. Dann gucken wir mal. Ja, Quest erfüllt. Stelle als Schneider für die Gilde Sachen her im Wert von 1000. Und jetzt dürfen wir das abgeben. Der war jetzt wo? Huch! Reise nach Südfeldhof. Na, warte mal. Hä, wie hab ich das jetzt gemacht? Hä? Warte, warte, warte. Was hast du? Ach so, ich bin einfach nur dumm. Ja, wie immer halt. Ich verstehe schon. Warte, das haben wir gleich. Wir können tatsächlich schon benutzen. Schnellreisegeschichte. Das ist aber schön. Das ist schön. Aber zuerst möchte ich gerne hier die Quest abgeben. Und zuerst noch zu... Und dann... Und jetzt gerade zuvor halt noch schnell hier die Wiese mähen, damit wir mehr Sämlinge kriegen, was mir auch geglückt ist. Ich glaube, da oben ist unser Questgeber. Da oben, da drüben. Was tut das jetzt? Na, das ist die falsche. Gra. Bist du das? Hallo? Na, Kozi. Kozi Ultrasoft. Menno. Du schon wieder. Was denkst du? Das ist einer meiner Süßtierchenläden. Aha. Boah, laut. Die es bald überall in ganz Gemäher geben wird. Alle sollen so entzückte Groofies haben wie ich. Oh. Vielen Dank für deine Hilfe und denk daran, in den Süßtierchenläden machen wir hässliche Entlein zu stolzen Schwänen. Ja, Kozi. Keo von Süß und Co. CEO, so. Also Firmenchef, ne? Ja. Tschüssi, da ist er schon. Leo Löwenmähne. Hallo. Ah, das hat wirklich eine Löwenmähne, ne? Ich habe einen Löwenbart. Hallo. Hm. Gut gemacht. Du hast als Schneider die Künste der berufsbezogenen Gilde gemeistert.
Schneider, Gildenmeister. Jawohl! Ding, ding! Du hast entdeckt. Meisterabzeichen, irgendwas. Und runter Ranzen. Beanie. Ohrenschützer. Oh, die sind süß. Blumenrock, den wir schon tragen, den hübschen. Einen Pelzmantel, den werden wir brauchen, wenn wir ins Wintergebiet gehen. Kopftuch, okay. Leichte Bluse, die haben wir auch schon an. Hut mit breiter Krempe, die wäre schön. Winterrock. Der Hut wäre tatsächlich schön. Was braucht man denn dafür? Wo ist er denn? Wobei, das Kopftuch wäre auch schön. Da brauchen wir Farbstoff rosa. Kann man sicher kaufen. Und wo war der Hut? Da. Hut mit breiter Krempe. Blau, lila und Pelz brauchen wir dafür. Okay, dann nehmen wir haufenweise Fallen. Yay. Sprich mit Leo. Hi. Aha, der will uns auch was verkaufen. Rot. Bärensil. Aha. Okay. Was war das? Lila und noch ein Farbstoff, ne? Der Hut wird mir echt gut gefallen. Wobei das Kopftuch... das Kopftuch wird schon besser passen. Da wird man zweimal rosa brauchen. Ich mache einfach beides. Zweimal rosa und einmal blau-lila. Rosa, blau-lila. Rosa, blau-lila. Merkt euch das. Rosa, blau-lila. Das war, glaube ich, da unten, ne? Der Shop. Rosa, ui, eine Quest. Hallo. Ah, Lady Beckett, die Alte. Ah, gute Güte, das ist höchst ärgerlich. Alle meine Katzen sind weg. Und schuld ist dieser verflixte Töle von nebenan. Scheißdrecksköter, der gehört vergiftet. Ja, ich überlege das gerade. Was, meine armen kleinen Babys. Oh. Kannst du bitte etwas wegen dieser flohverseuchten Höhle unternehmen, damit meine armen Kleinen zurück nach Hause kommen? Ja, bitte. Am besten ist, du verkaufst ihn im Schwarzmarkt. Ja, ja. Wuff. Wuff. Guten Tag. Wuff, wuff. Mein Spielzeug ist kaputt. Mir war langweilig, also habe ich mit den Katzen gespielt. Wuff, wuff. Aber die Katzen sind davongelaufen. Dabei liebe ich Katzen. Wuff, wuff. Es tut mir so leid. Oh. Scruffy, er zerstört seine Spielzeuge schneller, als ich sie machen kann. Und Lady Beckett, die alte Hexe, ist sauer, weil er ihre Katzen verscheucht hat. In einem Dorf voller Schneider bin ich die Einzige, die nicht nähen kann. Meine große Schande. Oh, Kitty weint. Och, na, das zerbricht mir das Herz. Ich kann nur Spielzeug aus Papier machen. Kannst du dieses Rezept nehmen und ein Spielzeug für Scruffy machen? Aber sag's nicht weiter, das wäre mir so peinlich. Natürlich. Spielzeugkatze, oh, wie cool. Das ist sicher ein Schneiderrezept, würde ich meinen. Da, Katzi. Garn brauchen wir. Okay, das dürfte, glaube ich, hoffentlich das geringere Problem... Doch, es ist ein Problem, oder? Pflaum, verdammig. Wo kriege ich Pflaum her? Ich hoffe, ich kann das kaufen. Oh, wie die weint. Oh Gott, da zerbricht mir das Herz. Hier ist er ja, der Händler. Hallo, ich brauche bitte Sachen. Und zwar, ich brauche... Können wir gleich das Garn kaufen? Ist ja Wurst, ne? Drei Stück, mehr geht nicht. Drei, dann nehmen wir drei. Und in meinem Rucksack. Was können wir hier geschicktes verkaufen? Das Gehege brauche ich noch. Das Tiergehege, die Bündel, ne? Zwei Stück. Dann haben wir schon mal die 20. Und dann, könnten wir Steine verkaufen, oder? Da haben wir eh so viel. Vier Steine, da müsste das passen. Dankeschön. So, wir haben Garn bekommen. Geht jetzt das... Ja, es geht. Tada, fertig.
Du hast entdeckt. Spielzeugkatze. Wo ist sie denn? Hallo. Schau, was ich für dich habe. Wow. Oh, hab vielen Dank. Dieses Spielzeug ist wunderschön gearbeitet. Ja? Sieht robust genug aus, damit Scruffy es nicht so schnell kaputt macht. Wuff, wuff. Meine eigene Katze. Er ist so glücklich mit seinem Spielzeug. Ich frage nur ungern, aber kannst du für mich ein gutes Wort bei Lady Beckett, der alten Schachtel einlegen? Sie will nichts mehr mit mir zu tun haben. Bitte sorge auch, dass Scruffy keine Probleme mehr machen wird. Schau, wir müssen diese depperten Katzen suchen für sie, ne? Servus, alte Schachtel. Na, du unhöfliche Alte. Also, diese dumpe Töle. Also, zuvor hast du diese dumpe Töle also von uns gebracht. Alles gut und schön, aber es bringt mir meine 55 Engelchen nicht zurück, oder? Das ist wieder so eine... Alter, das ist eine Katzenlady wie bei Simpsons, ne? 55 Katzen hat die. Ja, Liebhaber, ne? Ich meine, ich mag auch gern Farbmäuse, aber ich habe deshalb nicht 55. Ja. Es muss wahre Liebe sein. Ja, richtig gehört. 55. Ich weiß, ich könnte noch mehr haben, aber ich verwöhne lieber die paar, die ich habe. Die paar. Hier ist eine Liste aller vermissten Katzen. Finde meine kleinen und bring sie mir zurück. Ich werde überaus dankbar. Das ist jetzt einmal praktisch. Freund des Anglers haben wir fertig. Mitternachtsläufer haben wir auch schon fertig. Ansonsten schaut das alles ziemlich traurig aus. Ah, gescheckte braune Katze haben wir wenigstens auch alle. Okay. Schneeweißkätzchen. Lila Rex. Ich dachte, wir hätten schon so viele gefunden, aber in Wirklichkeit nichts. Okay. Gut. Hätten wir das auch geklärt? Kann ich hier hochklettern? Ich glaube nicht, oder? Prima, dann würde ich sagen, wir versuchen noch, der Party ist zu Ende. Ich wollte sagen, wir versuchen hier noch beim Schreiner was zu reißen, ne? Das können wir mal problemlos herstellen. Einmal wenigstens. Okay. Und dann muss ich mal schauen, ob wir nicht schon eventuell die Quest erfüllt haben. Na, noch nicht ganz. Okay. Ist nicht schlimm. Ihr Lieben, ich würde sagen, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Ich wollte gerade noch den Teleporter benutzen, aber ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal. Also dann, tschüssi!